So, hallo Leute, hallo und herzlich willkommen hier zu der Karriere mit St. Pauli. Wir starten jetzt hier das erste tatsächliche Bundesligaspiel. Saad wollte in die Startelf. Er wollte eine Chance, die bekommt er auch. Die neue Saison, Spieltag 1 und gleich zu Beginn ein hochinteressantes Spiel. Willkommen, liebe Fußballfans, hier im Millerntor-Stadion. Willkommen zu unserer heutigen Begegnung. Seien Sie herzlich gegrüßt. An den Mikrofonen melden sich auch heute wieder Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und wir sind zu Gast Ja, setzt sich hier gut am ersten durch. Spieltag der zweiten Bundesliga. FC St. Pauli gegen Hertha BSC. Gute Parade hier. Da ist die Startaufstellung der Gastgeber. Und so werden es die Herthaner heute angehen. Jonjo Kenny. Der Angriff, der Ball läuft gut. Durchaus eine Szene, die für Gefahr sorgen könnte. Diesen Ballverlust hat er förmlich erzwungen. Kann jetzt über außen kommen. Gefährliche Szene. Boah. Schöne Flanke von Saad. So ein Debüt ist immer so eine Sache. Halten die Nerven, wie geht man mit dem Druck um? Es wurde viel über dieses Debüt geredet, aber nun ist es soweit. Da müssen wir heute mal sagen. Die wollten sich ja nochmal verstärken. Ein Jugendspieler sollte nachher, und den haben sie jetzt. Und was für ein toller Transfer. Da haben sie sich einen Kracher geeignet. Niederlechner! Alter. Erste gute Chance, erster Treffer für Hertha. So ist man in der 13. Minute schon im Rückstand. Sauber vom Ball. Nein. Sie geben den Ballbesitz ab. Gut durchgesetzt, gefährlich. Erneut das Tor. Yes. Ausgleich. Schau noch mal auf die Wiederholung. Es ist ein perfekt getimter Ball. Da gibt es nichts mehr zu halten. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1:1. Gute Balleroberung hier. Da kommt der Pass. Eigentlich genau richtig gemacht. Ganz clever, dieser Lupfer, aber dann fehlen Zentimeter. St. Pauli kann über außen kommen. Vielleicht die Führung jetzt. Gehalten. Unglaublich voll. Was für ein sensationeller Reflex. Ecke kommt in die Mitte. Er ist da und kann den Ball hier klären. Da geht er vorbei. Wow. Das wird Einwurf geben nach diesem Pass, der natürlich etwas zu ungenau war. Lukoki. Guter Zweikampf. Gibt Einwurf. Gut den Ball abgenommen. In den freien Raum. Ah. Aus der Distanz musst du eigentlich Wert ausmachen. So ist es kein Problem. Herrera. Jetzt nochmal Herrera.
Nein! Sie holen einiges an Chancen raus, aber es kommen keine Tore aufs Tableau. Ich denke, dass sie in dieser Hinsicht noch konzentrierter zu Werke gehen müssen. Schön, wie sie da die Offensive unterstützen. Oh. Aber die Abwehr ohne Probleme. Duziak. Ja, da läuft nicht mit. Reze. Er kann sich durchsetzen. Da ist ja alles offen. Wow. Ja, gute Möglichkeit. Da sind sie nicht nah genug dran. Wow. Er bringt sie hier wieder in Führung. Das hätte ich nicht gedacht, dass der von da abzieht. Na gut, was machen wir denn? Anpfiff zur zweiten Hälfte hier im Millertor Stadion. Wir machen weiter mit diesem Spiel. Gute Aktion. Duziak. Wow. Niederlechner. Gutes frühes Stören. Hertha BSC mit dem Ballgewinn. Ist jetzt nicht so richtig gefährlich, dieser Ball. Jackson Irvine. Alter. Ist das noch keine allzu überzeugende Leistung heute, oder? Wie ist deine Einschätzung? Durchschnittliche Leistung bisher. Und mit so einer Leistung, da kann dann das Zwischenergebnis schon mal negativ ausfallen. Nein. Der Ballverlust. Das könnte eine Gelegenheit werden. Und sie machen nichts aus der Chance. Ball ist weg. Yes. Der
Dankeschön. Klasse für die Zuschauer daheim. Das ist eine richtig interessante Partie. Schau noch mal auf die Wiederholung. Das ist ein richtig gut gespielter Konter. Und dann das Tor aus kurzer Distanz. Das ist kein Problem mehr. Jetzt bin ich gespannt, was hier nach dem 2:2 passiert. Duziak. Klasse Tackling hier. Gute Aktion, Ball weiter im Spiel. Ja. Sie sehen, auf außen ist Platz. Na. Dann ist der Ball doch weg. Die Szene damit also beendet. Ja, sehr dribbelstark. Macht das richtig gut. Keine große. Du kannst auch fast nicht mehr. Ja, so werden wir spielen. Mühe hier bei diesem ungefährlichen Ball. Riese. Flanke kommt in die Mitte. Alter. Starke Aktion. War aber auch ein super Abschluss. Den musst du erstmal rausholen. Sie müssen den Ball abgeben. Nein, Alter. Sie legen den Wechsel vor. Sie haben den Ball. 10 Minuten sind noch zu absolvieren. Immer noch unentschieden. Ja, Zoller. Vielleicht die Führung jetzt. Nein. Jiri zeigt den Gelb. Er hat einen guten Blick auf die Szene. Das geht, wie ich finde, in Ordnung. Den habe ich jetzt schon gegen gesehen. Da können Sie den Ball erstmal rausbringen. Lukoki. Gut geblockt. Ganz sicher. Vorne jetzt die Balleroberung. Und jetzt ein Schuss. Schön geklärt. Die letzte reguläre Spielminute läuft. Abgefangen dieser Ball. Oh ja, doch. Gut durchgesetzt. Chance zur Führung. Das gibt es nicht. Das ist ein Arschlochball, Alter. Kommt genau wieder zu dem zurück, Alter. Nein. Wir haben den Schlusspfiff. Das war's für heute. Die Gastgeber müssen sich also hier. Unverdiente Niederlage, sage ich mal. Unentschieden wäre drinnen gewesen. Wäre gerecht gewesen. Alter, Interview. Danke, dass Sie für ein kurzes Statement hier sind, so kurz nach dem Spiel.
Das ist die nächste depperte Frage. Vielen Dank. Metcalfe oder wer ist Metcalfe? Gut, spült was rein in die Kasse. Okay. Na gut, dann. Ein bisschen haten. Okay. Na gut, ein Spiel machen wir jetzt dann noch. Wie gesagt, es werden immer zwei oder drei Spiele gemacht pro Session. Was haben wir jetzt? Ciao, Haberer. Keiner braucht dich, Alter, wenn du so eine Moral hast. Ist okay. Weiter.
Steppert, oder? Ah, der ist verliehen. Scheiße. Der wird nicht kommen. Na gut, schauen wir mal. Da sieht man so wie lange noch. 11 Monate noch. Okay, das ist nur ausgeliehen. Na gut, schauen wir mal. Na, ich wollte eigentlich zuerst was anderes noch schauen. Ich wollte noch was anderes machen, Leute. Jetzt ist er frei. Wieder der Coach. Jetzt möchte ich mir den anschauen.
welche Talente es da gibt. Und solche Talente weiter. Wieder ausgelastet. Na egal, spielen wir mal. Ja, auch das ist Manager. Heute haben wir eine ganz besondere Begegnung für Sie. Ein Spiel, über das im Vorfeld willkommen hier in der Heinz von Heiden Arena, liebe Zuschauer. Am Mikrofon sind auch heute wieder Wolf-Fuß. Jetzt lasse ich nicht meine Stimme sprechen, sondern Taten. Und wir freuen uns auf eine Partie in der zweiten Bundesliga. Hannover 96 gegen FC St. Pauli. St. Pauli hat in Spiel 1 keine gute Leistung gezeigt. Null Punkte auf dem Konto. Ja, Wow. hat sich ein Punkt schon erwartet. Daraus ist nichts geworden. Da ist es natürlich wichtig, was zu tun. Das wird Ecke geben. So, Ecke kommt. Unglaublich. Was für eine Parade. Den habe ich schon drin gesehen. Und dann dieser sensationelle Reflex. Da kann er jetzt erstmal klären. Wow. Nein. So, keine Karte, klar. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Na, no, das hängt am Blieben. Chance hier 1:0 in Führung zu gehen. Was machst du? So, ah, das war wichtig. Jetzt ist der Platz da. Hartl. Gefährlich, der Steilpass. Er spielt den Steilpass. Ganz frei, aber das war stark gemacht. Das wäre das Tor gewesen. Eine Riesenparade. Guter Befreiungsschlag hier. Vogelsammer. Jetzt nach vorne. Aber dann kommt doch der Ballverlust. Er lässt den Gegner stehen. Das macht er sehr gut. Wow. Ja, gefährlich. Der Linienrichter hebt die Fahne abseits. Da holt
Schopp. Oder Walzer. Jetzt ist er vorbei. Kein großer Aufregung bei diesem Distanzschuss. Da hätten sie die Führung ausbauen können, aber so bleibt es hier eng. Den müssen sie machen, dann haben sie ja alles im Griff. So bleibt es weiter spannend. Sie versuchen das Spiel jetzt frei zu machen. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Halstenberg. Und damit sind sie am Ball. Alter. Schön, wie sie da die Offensive unterstützen. Außen wäre Platz für St. Pauli. Könnte der Ausgleich werden. Der Ball ist im Tor. Sie sind zurück im Geschäft. Yes. Eine Minute wird jetzt noch oben drauf gepackt. Abseits angezeigt hier. Der Schiedsrichter pfeift ab und es gibt. Der hat nur 50 Tempo, Alter. So, es geht weiter. Durchgang 2 hier in der Heinz von Heiden Arena. So, Vogelsammer ausgetauscht derweil. Dieser Pass findet sein Ziel nicht. Schock. Hartes Einsteigen, aber Vorteil, kein Pfiff. Spiel geht erstmal weiter. Gut abgeblockt, so wird nix aus der Flanke. Toller Transfer.
er bringt ja richtig Qualität. Da aus enormer Entfernung, keine echte Torgefahr. Da Zieler, ganz sicher. Das gibt es nicht. Der Ball kommt rein. Aber sie können diesen Angriff nicht in etwas Zählbares umnutzen. Verhindert erstmal das Tor. Aber es bleibt. So. Ecke kommt in die Mitte. Der Ball gewinnt. Und Grund ist dieses frühe Stürmen. Jetzt die Gelegenheit. Klasse. Nein. Da setzt er sich gut ein. Was macht er jetzt? Zoller. Ja, könnte gefährlich werden jetzt. Schön gemacht. Und dann machen sie es eigentlich gut. Einen echten Vorwurf kann man der Defensive da gar nicht machen. Aber das ist einfach gut gemacht. Ernst. Und damit ist der Ball weg. Guter Steinmatz hier. Er spielt den Ball. Aber dann fehlt da so die letzte Konsequenz. Boah. Die letzten 10 Minuten sind hier angebrochen. Er passt gut auf und hat den Ball. Sie können kontern. Vielversprechender Spielaufbau. Ob sie den wahrscheinlich letzten Angriff zum Ausgleich nutzen können. Ja, guter Pass. Gut in den Lauf gespielt. Alter. Exzellentes Dribbling, klasse Szene. Aber damit haben sie doch keine echten Probleme. Ernst. Jackson Irvine. Alter. Schön diesen Pass angefangen. Der Ausgleich soll her. Mit aller Macht. Sie versuchen es nochmal. Sie kommen nochmal. Yes. Zu Swift in dieser heutigen Partie. Die Gäste haben gewonnen.
Sie gewinnen also dieses Spiel heute, heißt 3 Punkte sind. Da gehen wir gerne zum Interview. Zunächst mal danke, dass Sie direkt nach dem Schlusspfiff zu uns gekommen sind. Stimmt doch. Das stimmt. Das war's auch schon. Vielen Dank. Gerne. Kein Posteingang, aber da werden wir noch weiter in der Tabelle müssen. Also. Ja, danke. Ja, macht's weiter noch. So, das war's aber. DFB-Pokal steht dann das nächste Mal an. Danke fürs Zuschauen, macht's das gut, bis dann. Ciao und Baba.